Am Abend sind in Berlin die goldenen und silbernen Bären verliehen worden und damit ging auch die 74. Berlinale zu Ende. Der goldene Bär ging an den Dokumentarfilm The Homie. Die Filmemacherin mit senegalesischen Wurzeln setzt sich mit der Rückgabe von aus Afrika geraubten Kunstschätzen auseinander. Einen einzigen Bären konnte Deutschland absahnen, und zwar einen silbernen. Der deutsche Regisseur Matthias Glasner erhielt ihn für das Drehbuch seines Dramas Sterben mit Lars Eidinger und Corinna Harfouch. Ja, und unser Filmexperte Thomas Vetter, der ist frisch zurück von der Berlinale. Du hast noch gar keine viereckigen Augen, oder? Nee, aber ich habe schon viel gesehen. Viel gesehen. Unter anderem bestimmt auch den Film The Homie, über den ich gerade gesprochen habe, die Raubkunst-Doku. Das ist ja ein sehr, sagen wir mal, experimenteller Film. Was macht den denn so besonders? Ja, es ist eigentlich ein Film-Essay. Ich würde aber schon sagen, dass ich finde es schon ein bisschen schräg, die Bärenverleihung. Um gleich zum Punkt zu kommen, ich finde es ein bisschen schräg, weil wir uns jetzt, also jetzt wird es langsam komisch, weil wir uns jetzt so mit Filmen da bewegen, die durchaus ehrenwert sind und so. Ich denke aber, es wäre auch eine Doku, die bei Arte gut aufgehoben gewesen wäre. Und nicht, dass ich das gucke ich gerne, aber es fehlt dann doch sowas. Es gab ja auch andere Filme und offenbar hat die Jury auch lange gestritten, so wie man das so ein bisschen raushören konnte. Es fehlt dann doch sowas, dass, also ich meine jetzt nicht Mainstream-Filme, sondern es fehlen das Filme, Preise bekommen, die auch so ein bisschen hinterher in die Welt gehen und auch etwas zeigen und auch besonders sind und das auch weitertragen, wie man das dann auch bei den anderen Schönwetterfestivals in Cannes oder Venedig so hat, mit denen man nicht wirklich konkurrieren kann. Aber da hat man ja früher immer als Berlinale so einen provokanten politischen Punkt dagegen gesetzt. Und jetzt ist es auch, was die meisten der anderen Preise angeht, aber das ist eine sehr persönliche Einschätzung, ist es dann schon ein bisschen wirr und auch die Jury wirkte etwas wirr. Und das ist ein Film, der sich mit den Folgen des Kolonialismus auseinandersetzt und das auch sicherlich ehrenwert und gut tut. Aber ich würde jetzt echt sagen, das ist nichts, was der große Film Der Goldene Bär der Berlinale ist. Und ob wir den irgendwo noch mal sehen, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und deine persönliche Einschätzung ist natürlich gefragt und die wollen wir auch haben zu dem silbernen Bären für Deutschland, den einzigen Bären, den wir in dem Wettbewerb absahnen konnten. Was hältst du denn von dem Drama Sterben von Matthias Glasner? Haben wir den silbernen Bären verdient? Ja, er hat den verdient, aber das war auch eine Schräg. Also das ist was, wo ich sage, so muss Berlinale sein. Das sind Filme, in die man reingeht. 3 Stunden Sterben. Und der Titel sagt schon, ist kein leichter Film. Also da werden wird die Elterngeneration dement, die Schwester trinkt, der Freund will sich umbringen. Und viele Kinder werden auch geboren. Also das ist ein ganz großer Zyklus mit unglaublich tollen Darstellern. Lars Eidinger, Corinna Harfouch. Und der Film macht es einem aber auch schwer, ihn zu mögen. Also 3 Stunden, das ist schon harte Kinogängerarbeit. Aber da bleibt was von, weil, also ich habe in der vergangenen Woche mehr über diesen Film diskutiert als über alle anderen zusammen und habe immer wieder darüber gesprochen, weil es so bestimmte Momente gibt. Und dann ist es irgendwo auch ein guter Film. Es ist aber kein Film, der unterhaltsam ist. Und es ist ein autobiografischer Film, so wie Matthias Glasner das erzählt hat. Also hat er den Drehbuchpreis schon verdient. Und es ist auch eigentlich der Bär, mit dem ich so richtig einverstanden bin. Den hatte ich gar nicht erwartet. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass Lisa Fries, die wir aus Babylon kennen, auch die beste Schauspielerin wird oder so. Nur ist ja nicht wichtig, was das Publikum sagt und was die Kritiker sagen. Aber insgesamt, also die Berlinale Leitung wird ja wechseln. Das war die letzte Berlinale dieses Führungsduos. Und vielleicht steckt in der Ablösung auch ein bisschen Hoffnung fürs nächste Jahr, weil an sich ist die Berlinale was Tolles, auch weil sie was dagegen setzt und ein bisschen Provokantes. Okay, das war doch ein schönes Schlusswort. Danke, Thomas Vetter, für deine persönlichen Einblicke und auch Ausblicke. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.